Das da ist die Statistik zum kaputtesten Waldgebiet Deutschlands, nämlich der Wald der Rhein-Main-Ebene. Der ist nicht unbedingt deswegen der kaputteste Wald Deutschlands, weil da so wenig Bäume stehen. Das haben wir auf Fichtenkahlflächen, ehemals Fichtenkahlflächen zum Teil viel schlimmer, dass da einfach keine Bäume mehr stehen. Da ist aber die Grundlage fürs Nachwachsen von anderen standortangepassten Baumarten wie Buche oder Eiche durchaus immer noch gegeben. Was diesen Wald, den wir auch gleich in Persona sehen werden, so kaputt macht, ist die Tatsache, dass langsam die Grundlage für Waldwachstum, wie wir es kennen, verloren geht. Die roten Punkte stellen jeweils die Abweichung zum Durchschnittswert von Hessen dar. In Hessen liegt eben nun mal die Rhein-Main-Ebene bzw. Rhein-Neckar-Ebene, je nachdem, ob man im Norden oder Süden von dem Ding unterwegs ist und wie auch immer man die nennen möchte. Und die hat inzwischen sich wirklich abgehoben von tatsächlich 33% durchschnittlicher Kronenverlichtung, also Baumschädigung, wenn man das so nennen möchte, in Gesamthessen zu 44% durchschnittlicher Gesamtschädigung in dieser Rhein-Main-Ebene. Und diese 44%, die sind gravierend. Das bedeutet, die Buche ist inzwischen quasi ausgestorben. Ein paar mögen vielleicht noch dastehen, werden aber noch verrecken. Und die Eiche kommt dann als nächstes. Das Einzige, was an heimischen Baumarten da noch überlebt leben könnte, ist tatsächlich die Kiefer, die man ja loswerden möchte, weil sie ja auch gerne in Monokulturen angepflanzt worden ist. Aber wenn überhaupt noch irgendeine heimische Baumart da überleben kann, dann ist es die selbrige. Die Absterberate liegt bei 5,5%. Das sage ich aber gleich noch mal ein paar Mal. Das heißt, auch in den letzten Jahren, jedes Mal, wenn man hingeht, sind etwa sowas zwischen 4 und 5% der Bäume, die man im Vorjahr noch angetroffen hat, inzwischen tot. Na, wenn ihr das hochrechnet, dann müsst ihr natürlich immer von einer neuen Grundgesamtheit ausgehen, rein mathematisch gesehen. Aber trotzdem ist da in 50 Jahren de facto quasi kein alter Baum mehr vorhanden. Junge Bäume kommen auch kaum nach, werden wir auch gleich noch ein bisschen thematisieren. Und ein letzter technischer Hinweis noch: Das Ganze ist mit Originalton vor Ort aufgenommen, ohne da irgendwas rauszufiltern. Das habe ich so ein bisschen aus pädagogischen Gründen gemacht. Ich wusste nicht, dass das Ergebnis so schlimm wird, wie wir gleich hören werden. Wer leider von der Ohren her, vom Gehör her nicht in der Lage ist zu verstehen, was ich sage, das tut mir leid. Das war, wie gesagt, so nicht geplant. Aber es ist da so laut und es ist da so grässlich. Und ich möchte einfach, dass die Grässlichkeit dieses Ortes eben auch sich ein bisschen auf euch überträgt, wie gesagt, aus pädagogischen Gründen. Und damit. Hallo und herzlich willkommen in den Überresten des Stadtwaldes von Darmstadt. Darmstadt ist so eine der Ecken plus nähere Umgebung, nicht nur Darmstadt, und Darmstadt kann auch nichts dafür, also die Stadt. Aber die Umgebung von Darmstadt ist derzeit Deutschlands kaputtester Wald. Was ihr hier also hinter mir und um mich herum seht, ist Deutschlands kaputtester Wald. Kein Wald in Deutschland hat derzeit eine derart gewaltige Absterberate von 5,5% letztes Jahr. Und ja, das Ambiente ist vielleicht auch nicht besonders schön. Ihr könnt euch auswählen, ob ihr Autobahn oder Bahndamm zu hören bekommt. Und wenn nicht, kommt gerade ein Flugzeug vorbei. Ich finde diese Hintergrundakustik zu dieser Katastrophe, in der ich mich hier gerade befinde, aber ehrlich gesagt passend. Ja, denn die Zivilisation ist ja auch letzten Endes schuld daran, dass es hier aussieht, wie es aussieht. Nicht wundern, das Ganze ist ein Short, also der ist dann auch bald schon wieder vorbei, nur damit da niemand einen Kommentar schreibt, huch, ich habe mir gerade einen Kaffee aufgesetzt oder Gulasch oder irgendwas, was lange braucht zum Ziehen. Ne? Die 5,5% Absterberate, die haben wir sonst natürlich in Fichtenbeständen, wo der ganze Bestand weg ist. Bei Fichtenbeständen kann man aber sagen, ja, das war der Borkenkäfer, und wie hätte das Problem gelöst werden können? Naja, einfach nicht Fichtenreinbestand pflanzen. Ja, also das ist vergleichsweise simpel. Wie hätte hier das Problem, was wir hier gerade sehen, können gelöst werden können? Wir haben keine Ahnung. Voraussichtlich gar nicht. Der Grundwasserspiegel ist abgesunken, plus die Dürre seit 2018, die in kleinen Unterbrechungen seitdem andauert, und ja, 2023 war wieder ein bisschen nass. Das hat aber im Wesentlichen hier jetzt nur dazu geführt, dass das Wasser wunderbar in der Lage ist, Pilze zu versorgen, die wiederum wunderbar in der Lage sind, die letzten verbliebenen Wurzeln aufzufressen, die das eine oder andere Bäumchen, was hier noch gestanden ist, jetzt erfolgreich zum Umfallen bringen, weil sie einfach jetzt keine stabile Wurzel hatten sie vorher schon nicht, aber jetzt ist auch noch eine aufgefressene Wurzel. Ne?
soll heißen, hier ist der Drops gelutscht, wie man so schön sagt. Keine heimische Baumart, die hier noch steht, ist wirklich überlebensfähig, sofern überhaupt noch eine steht, mit ganz, 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 ganz wenigen Ausnahmen. Und das weiß man schon seit Jahren, dass das hier problematisch wird. Und tatsächlich hat man dann auch versucht, forstlich gegenzusteuern, nachdem immer mehr gestorben ist, was man hier an Heimischem hätte pflanzen können. Und ja, was hat man dann gepflanzt? Ja, eben nicht Heimisches. Und ein Stück weit, das mögen wir alle nicht, ja. Ein schöner Eichenmischwald, wie er hier eigentlich hingehört hat, mal früher, ja, das ist jetzt inzwischen ein ganz anderer Standort. Die Wasserversorgung ist eine ganz andere. Der Boden hat sich verändert. Das komplette Land hat sich verändert. Also das, was vor 50 Jahren hier mal hätte stehen können, wenn man nichts anderes gepflanzt hätte, das ist einfach nicht mehr aktuell. Das ist raus. Ne? Da müssen wir der Realität tatsächlich ins Auge schauen. Auch der übliche Spruch, die Natur Natur sein lassen oder die Natur mal machen lassen, dann kriegen wir hier eine Wiese, eine Trockensavanne oder sowas in die Richtung. Irgendein völlig neues Ökosystem, das wir noch gar nicht kennen, weil es das früher so noch nie gegeben hat. Ja? Darmstadt bzw. eben die Umgebung ist derzeit wirklich der am allermeisten von Klimaveränderungen und genereller Änderungen in der Landschaft durch uns Menschen heimgesuchteste Wald. Ja? Die Natur hier einfach machen zu lassen, das kann man selbstverständlich, ja, aber das Resultat würde uns wahrscheinlich nicht gefallen und wir können es in keinster Weise vorhersagen, weil hier ein völlig neues Ökosystem entsteht, ein anthropogen herbeigeführtes, also durch den Menschen, Ökosystem, das nichts mehr mit irgendeinem anderen Wald, den man aus Deutschland kennt oder Frankreich oder Polen oder sonstige nähere Umgebung zu tun hat. Ja? Was vollständig Neues. Und das in so einem vollständig Neuen, das sich jetzt gerade bildet, das kommt nicht bald, das ist schon da. Ne? Das passiert jetzt in diesem Moment, wo ich hier gerade stehe, dass ein vollständig neues Ökosystem entsteht. Der Wald hier ist hinüber. Der hat nichts mehr mit einem deutschen Wald, wenn man das so nennen möchte, zu tun. Nur um das wirklich so deutlich zu machen, dass das auch jeder begriffen hat. Fast alles, was ihr hier noch an Gehölz sehen könnt, ist erstens sehr jung oder sehr tot. Also das, was da hinten hochragt, das sind nicht etwa die letzten Überlebenden, sondern die sind auch alle tot. Entweder sind sie wirklich tot oder so gut wie zum Beispiel diese Kiefer da, die mit dem kleinen Nopselchen von Grün da oben drauf, das wird nicht reichen, um die langfristig am Leben zu erhalten. Nicht in dieser Umgebung, nicht wenn die Sonne hier drauf brutzelt, die ist auch tot, nur weiß ich es noch nicht. Ja? Woraus besteht denn jetzt diese schöne neue Welt, die wir uns hier zusammen CO2 emittiert haben? Das muss man wirklich so klar sagen, das ist der Grund. Ne? Es wird jetzt Leute geben, die behaupten, nein, das 5G-Netz ist schuld. Mhm. Ja, und Rotkäppchen und der böse Wolf. Das Zeug hier, das hier überall steht, die allermeisten Sträucher um mich rum, die können mal Baum werden, etwa 15, 20 Meter hoch, je nach Wasserversorgung hier eher 12, sind mit so kleinen, im Winterzustand kleinen knubbeligen Knospen ausgestattet, im Sommerzustand, naja, vielleicht komme ich im Sommer mal wieder, dann haben sie elliptische Blätter. Erinnert ein bisschen an Kirsche, liegt daran, dass es eine ist. Keine essbare, braucht euch gar keine Hoffnung machen. Das ist die spätblühende amerikanische Traubenkirsche, Prunus serotina. Am besten erkennt man sie, wenn man am Zweig im Winter ein bisschen weiter hinten, im Sommer reicht ein bisschen weiter vorne, mit dem Fingernagel etwas Rinde abschabt. Das kann ich euch nicht zeigen, dafür habe ich nicht genug Zoom an der Kamera, aber ihr könnt es euch vorstellen. Und dann mal einen tiefen Atemzug nimmt. Und ein stechender, intensiver Geruch einem entgegenströmt. Besucht euch irgendeinen anderen Baum, macht das bei irgendeinem anderen Baum, ihr riecht 10% so intensiv wie das, was ihr hier riecht. Ja, also dieser starke Geruch ist Bestimmungsmerkmal. Ich finde ihn auch unangenehm. Das ist natürlich Geschmackssache, aber dann habt ihr es mit der Prunus serotina zu tun. Die ist schwer invasiv, verdrängt alle anderen einheimischen Pflanzen. Sehr passend, da ist gerade ein bisschen tote Birke. Keine andere Pflanze derzeit hat unter diesen trockenen Bedingungen eine nennenswerte Chance, gegen den Druck von Prunus serotina anzukommen, bis auf, die wir hier auch hin und wieder mal zwischendurch finden, wenn ich jetzt gerade keine sehe, dann tut's mir leid, aber die Robinie, die gibt es hier auch und die kann gegen Prunus serotina anstinken und ist genauso ein Fremdländer.
wie eben Chronos erotina. So, und wenn ihr jetzt auf den Boden guckt, viel Laub liegt da nicht. Aber das bisschen, was man hier hin und wieder doch mal finden kann, der Fachmann kennt's, das ist Roteiche. Roteiche ist zwar immerhin mal eine Eiche und relativ nah dran ökologisch an unseren heimischen Eichen, Stiel- und Traubeneiche, aber auch wieder ein Fremdländer, ein Neubürger. Ja? Und das zieht sich komplett, fast vollständig durch diese Landschaft, dass wir es hier fast nur mit völlig neuen Pflanzen zu tun haben. Die heimische Vegetation, das was hier immer gelebt hat, ist tot. Und durchsetzen tut sich wirklich nur, wer aus anderen Ecken dieser Welt kommt, wo solche Landschaften, solche Böden, solche Trockenheit bisher schon mal vorgekommen ist. Unsere heimischen Pflanzen kennen das hier nicht. Das ist für die völlig neu. Wir haben keine Einheimische, die in der Nähe wachsen würde und hier eine Chance hätte. Einige Einheimische würden zwar wachsen, ein ganz paar haben auch überlebt, da kommen wir gleich noch zu, aber die haben langfristig keine Chance gegen die spätblühende Traubenkirsche oder eben die Robinie. Tatsächlich einer der wenigen lebendigen großen Bäume, die hier rumstehen, das da ist eine Robinie. Die hat sogar eine halbwegs vernünftige Form und könnte, wenn man dann sagt, man will diese Katastrophe hier trotzdem wirtschaftlich nutzbar machen, weil einen ökologischen oder naturschutzkundlichen Wert hat sie nicht wirklich, dann könnte man, wenn überhaupt, hier die Robinie nutzen. Die hat hervorragendes Holz, wächst schnell, das wäre eine Option. Ja. Kiefern, wir haben sie eben von Ferne gesehen, gibt es noch ein ganz paar, die überlebt haben. Ob das so bleiben wird, darf man bezweifeln. Nachwachsen tun sie nicht. Es gibt nirgendwo Kiefernverjüngung. Das bisschen, was man hier an Nadelbäumen am Boden noch finden kann, das ist immer dieselbe Art. Wir sehen da hinten eine etwas größere davon. Ich laufe auch nachher vielleicht nochmal dran vorbei. Das sind Eiben, schlicht und ergreifend. Die Eibe, eigentlich nicht dafür bekannt, besonders trockenheitsresistent zu sein, macht vor allen Dingen eine Sache, die ihr dabei geholfen hat, jetzt noch am Leben zu sein. Nämlich erstens, in diesem Buffet hier aus spätblühender Traubenkirsche, die unseren heimischen Tieren nicht schmeckt, ja, und Robinie, die sogar hochgradig giftig ist, ist die Eibe noch mal erheblich tödlicher. Ja. Das ist also mit Abstand das Giftigste, was hier rumsteht. Und deswegen ist sie noch da, sie wird nicht verbissen. Und sie wächst so langsam, dass sie pro Zeiteinheit, weil sie dann nur ganz wenig neues Holz bildet, auch nur ganz wenig Wasser verbraucht und damit als einziges heimisches Gehölz, das hier noch übrig geblieben ist, eine gewisse Überlebenschance für die Zukunft hat, hier tatsächlich uns noch erhalten zu bleiben. Ja. Und das war's. Mehr Verjüngung gibt's hier nicht. Null Eiche, auch die Roteiche, hier nochmal ein etwas älteres Exemplar, verjüngt sich hier nicht. Keine Chance. Die kommt gegen die Traubenkirsche nicht an. Das heißt, aktueller Stand, ein paar Robinien könnten sich durchsetzen und ansonsten kriegen wir hier ein Robinien-Traubeneichendickicht mit einer geringen Höhe von vielleicht 10, 15 Metern. Vielleicht ein bisschen mehr, aber das ist eher unwahrscheinlich. Und das hat nichts mehr zu tun mit dem deutschen Wald, den wir kennen. Aber das hier ist die Zukunft. Ja, das wird unter fortschreitender globaler Erwärmung auf immer mehr Standorten in Deutschland Realität sein. Solche oder ähnliche Konstellationen von niedrigen Baumlandschaften. Ich möchte das wirklich nicht Wald nennen. In Extremfällen könnten wir sogar eine Steppenlandschaft bekommen und in anderen Extremfällen so eine Art Baumsavanne. Ganz vereinzelte Bäume, die weitestgehend von ansonsten einer grasartigen Landschaft abgelöst werden und nur vereinzelt drüber stehen. Ja? Das ist in großen Teilen Deutschlands im Übrigen auch schon gar nicht mehr aufzuhalten. Keine Chance, das wird passieren. Ja, in großen Teilen. Die Frage ist nur, wie groß. Ob es jetzt gleich zum Beispiel ganz Brandenburg werden wird, das hoffe ich sehr, dass das nicht passieren wird. Aber irgendwo da dazwischen bewegen wir uns mindestens. Ja, bei einer ungebremsten, fortschreitenden globalen Erwärmung, gegen die man nichts weiter tut, weil man gerade andere Sorgen hat oder denkt, man könne mit der Natur verhandeln oder ähnliche schöne Späße, die Politiker sich da manchmal ausdenken,
dann wird das ein Großteil der Fläche sein. Bei einem plus 4 Grad Szenario zur globalen Durchschnittstemperatur im Vergleich zu vor der Globalisierung haben wir nur noch in den Mittelgebirgen etwas, das man als Wald bezeichnen kann, das so ein bisschen von der Optik her an Wälder, die wir kennen, erinnert. Und im Rest der Fläche entweder überhaupt kein Wachstum, bewässerten Acker, nur bewässerten Acker, nicht bewässerten Acker wird es dann fast nicht mehr geben. Und das da. Ja? Also würde ich sagen, gewöhnen wir uns schon mal dran oder versuchen daran was zu ändern, dass das vielleicht der Usus wird. Ich würde Letzteres vorschlagen. Und Szenenwechsel. Auch wieder Wald, aber diesmal ist das der tatsächlich uns vielleicht noch erhalten bleiben könnte, falls wir es dann eben schaffen, das Tempo der Veränderungen der Lebensbedingungen für Wälder eben nicht allzu schnell sich ändern zu lassen. Ne? Denn darum geht es. Es geht nicht um irgendeine kryptische Zahl zwischen 1,5 und 4,5 Grad Celsius, die es wärmer wird. Entscheidend ist das Tempo, wie schnell es so viel wärmer wird. Weil wenn das zu schnell passiert, dann hat eine Pflanze nicht die Möglichkeit, sich die Wurzeln aus dem Boden zu reißen und zum nächsten Fluss zu laufen, um da ein Schlückchen zu trinken, sondern sie stirbt. Punkt. Ja? So, und wenn die Veränderung in kurzer Zeit schneller als ein langsames Lebewesen, wie zum Beispiel die Eichen, die hier rumstehen, reagieren kann, erfolgt, dann sind die tot. Ja, und so ist es passiert, eben in dem Wald, in dem wir gerade waren, lediglich sich sehr schnell anpassende Neophyten, also die Traubeneiche, Traubenkirsche natürlich, die spätblühende Traubenkirsche, die wir da überall gesehen haben, die wäre zum Beispiel durchaus in der Lage, auch hier das Ruder zu übernehmen, was sie bereits versucht, was sie aber noch nicht so ganz gelingt. Ihr seht hier zum Teil sehr große Baumkronen von mächtigen Eichen, die hier eben noch das Bild dominieren. Die standen auch in unserem Wald, den wir am Anfang hatten. Da gab es die auch mal. Aber ja, die sind halt schon tot. Ne? Die Absterberate von Eichen liegt so irgendwas bei 4% pro Jahr in unserem anderen Gebiet. Da kann man sich relativ einfach ausrechnen, auch wenn man natürlich immer von einem neuen 100% Bestand ausgehen muss, jedes Jahr aufs Neue, dass es dann nicht mehr allzu viele Jahre dauern würde, bis da alle Eichen weg wären. Also im anderen Wald, so es dann da überhaupt noch Eichen gäbe, weil die sind ja schon weg. So, also hier ist die Welt noch ein bisschen besser. Aber das ist als Nächstes dran. Ne? Zum Vergleich, ich stehe hier bei Rastatt. Das hier sind Randrheinauen, in denen ich mich hier gerade befinde. Also Rheintal. Eben war es das Rhein-Neckar-Tal sozusagen. Also zwei große Flüsse, die fürs Tal verantwortlich sind. Hier ist es jetzt nur noch der eine, der große. Ein Stück weit ist das natürlich alles einfach auf die Trockenheit zurückzuführen. Dass die Bäume jetzt sterben, ist selbstverständlich daran gelegen, dass jetzt eben die Dürrejahre 2018, 2019 und Folgejahre, die auch ziemlich scheiße waren, gekommen sind, auch wenn 2023 besser war. Davon merken wir jetzt aber noch nichts. Das merken wir jetzt vielleicht im Laufe von 2024, dass die Vorräte aus 2023 zu einem besseren Jahr machen, wenn dieses Jahr nicht schon wieder eine Dürre folgt. Aber worauf ich hinaus möchte, ist eben dieses Waldbild, ein solcher durchaus hübscher Wald, eben mit durchaus dicken Eichen, auch mit einer ordentlich hohen Baumhöhe, deutlich höher als selbst die Paresbäume, die in unserem Anfangswald noch gestanden haben. Die Baumhöhe sagt auch immer was zur Vitalität des jeweiligen Waldes aus. Je höher der ist, desto gesünder ist er auch, beziehungsweise desto besser ist die Wasserversorgung, was aber auch immer in einer hohen Waldgesundheit resultiert. Auch hier haben wir ein bisschen Totholz rumliegen. Hier wird also auch bereits ein wenig gestorben, aber wenn wir uns mal ein bisschen umgucken, nicht allzu sehr über das übliche Maß hinaus. Selbstverständlich werden teilweise die toten Bäume auch weggeräumt, weshalb, dass hier nur dieser eine rumliegt, jetzt nicht ganz aussagekräftig ist, um die Todesrate hier festzustellen. Die liegt aber bei ca. 1,5% und eben nicht bei maximal kleinräumig, teilweise auch deutlich darunter im 0,-Bereich. Und nicht bei 5,5%, wie eben in unserem
ersten Beispiel. So, und ich habe mich jetzt entschieden, hier nochmal drum zu stehen, um eben einfach nochmal kurz darauf hinzuweisen, dass es darum geht, ja. Das ist der Unterschied, ob wir solche Wälder wie diesen hier jetzt noch halten können, und zwar sämtliche Wälder in der kompletten Rheinebene beispielsweise, also wenn wir uns jetzt Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und teilweise Hessen angucken, dann geht es genau eben um solche Wälder beispielsweise, weil die werden wir bei mindestens schon ab, so rum muss man es formulieren, so etwa 2,2 Grad globaler Erwärmung innerhalb der nächsten, ich sage jetzt mal 100 Jahre, werden wir diese auch verlieren. Also hier sieht es dann bald in 50 Jahren vielleicht, bei ungebremster fortschreitender Erwärmung genauso aus wie unserem Eingangswald. Ne? Ich habe mich jetzt absichtlich nicht in die Hochlagen vom Schwarzwald gestellt. Tatsächlich sind die deutlich stabiler. Die dürften auch noch deutlich länger bewaldet bleiben. Selbst bei noch schnellerer und noch stärkerer Erwärmung muss man nicht davon ausgehen, dass unsere Mittelgebirge waldfrei werden. Aber Tallagen wie dieser Wald hier, die auf jeden Fall. Ne? Also das einfach nur so mal ein bisschen als Beispiel. So, und der Fairness halber noch der kurze Hinweis. Klar habe ich jetzt hier ein bisschen rumgetrickst, weil jetzt ist der Ton auf einmal weniger verkehrsbelastet. Das liegt daran, dass hier erstens tatsächlich ein bisschen weniger Verkehr ist und zweitens habe ich diesmal das Mikrofon genommen, dass das rausfiltert. Aber ja, das, die kleine Trickserei ist mir hoffentlich zu verzeihen, insbesondere da ich wenigstens so fair bin und dann noch mal kurz darauf hinweise. Ne? Also, ja, das ist es. Macht daraus, was ihr wollt. Ich will hier nicht den Oberlehrer raushängen lassen und zum 834. Mal sagen, ja, wir müssen den Klimawandel aufhalten. Das ist natürlich so, ja. Und stattdessen dachte ich mir, ich zeige einfach mal, was die Konsequenz ist, wenn wir es nicht tun. Der da ist weg, zum Beispiel. Ne? Ist natürlich noch weit mehr Fläche als nur der da. Gut, das nur so mal am Rande angemerkt. Und trotzdem wünsche ich euch viel Vergnügen bei was ihr gerade tut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.